So, willkommen zurück. Ja, in dem heutigen Video möchte ich euch etwas vorstellen. Und zwar, das hier ist YouTube Analytics. Und zwar kann man hier sehen, wie alt die Zuschauer sind und welche Zuschauer in welchem Alter am häufigsten zum Beispiel meine Videos gucken. Wie man hier oben sehen kann, Akko Power Let's Play, das ist ja mein Let's Play-Kanal. Ich habe noch einen Kraftsport-Kanal, Akko The Persian Killer. Jetzt sind wir erstmal hier bei Akko Power Let's Play. Ich spiele zurzeit viel World of Tanks. Und wie ihr sehen könnt, ne, ich hatte die letzten 28 Tage, wie man hier sehen kann, knappe 107.000 Aufrufe und eine Wiedergabezeit von 600, ja, knappe 630.000, kann man sagen. So in etwa. So. Und jetzt kann man sehen, am meisten schauen meine Videos 35- bis 44-Jährige. Am zweithäufigsten 25- bis 34-Jährige. Ja. So am dritthäufigsten 45- bis 54-Jährige. Am vierthäufigsten 18- bis 24-Jährige. 13- bis 17-Jährige. Und dann 55- bis 64-Jährige. Und es gibt auch 65 plus Zuschauer, wie man hier sehen kann. Ja. Und ja, ich möchte euch Folgendes vorstellen. Und zwar werde ich euch gleich eine Webseite zeigen. Ich sag mal so, ich mache ein bisschen auf meinem Let's Play-Kanal kontroverse Sachen und so weiter und so fort, wo man ein bisschen diskutieren muss. Im Endeffekt, ich liebe das Spiel genauso wie ihr auch, World of Tanks. Wir lieben alle World of Tanks, deswegen spielen wir das Spiel auch. Und das ist alles so ein bisschen Unterhaltung. Das dürft ihr alles nicht zu ernst nehmen. Das mal dazu. So. Abgesehen davon habe ich in letzter Zeit ein bisschen in meine Computerausrüstung investiert, ja, und werde mir auch demnächst eine 4K-Kameradrohne kaufen. Diese Drohne wird wahrscheinlich so irgendwas zwischen 1000 und 1500 € kosten, inklusive aller Zubehör und so weiter und so fort. Was genau werdet ihr dann demnächst sehen? Und ich möchte an dieser Stelle meinem Sponsor danken, und zwar mit dem Namen Swiss Health Made. Und diese Firma, warum sage ich euch das? Ihr seht ja, die meisten Zuschauer von mir sind, sagen wir mal, ja, zwischen 18 und 54. So, in dem Alter interessiert man sich eventuell auch für den Hormonhaushalt. Wie hoch sind die Hormone? Es gibt ja bestimmte Werte, die in Ordnung sein müssen, damit man zum Beispiel keinen Haarausfall kriegt, damit man, sagen wir mal, vernünftig abnehmen kann, damit es einem gut geht und so weiter und so fort. Dann, wenn jemand Kraftsport macht oder allgemein sich irgendwie schlapp fühlt, möchte wieder fitter werden. Diese Firma Swiss Health Med, ich werde euch jetzt die Homepage zeigen, beziehungsweise Facebook-Seite und so weiter und so fort. Die machen diese Hormontests per Speichelprobe. Ja, ihr könnt bei dieser Firma eine Speichelprobenpackung bestellen per Telefon bzw. per Internetbestellung und dann bekommt ihr Post nach Hause, da sind so Röhrchen drin, da spuckt ihr rein, schickt das an diese Firma zurück. Das Ganze inklusive Test und Post und Versandkosten und allem drum und dran, wenn ihr einen Testosteronwert zum Beispiel haben wollt, kostet um die 30 € circa. Ja, wer ein vollständiges Hormonbild haben will, also alle Hormone, die der Mensch so besitzt, der liegt so circa bei 130 €. Genaueres findet ihr auf der Homepage, was ich euch jetzt auch zeigen werde. Und an dieser Stelle möchte ich dann halt meinen Sponsor danken und möchte euch darauf verweisen, dass ihr dort, sagen wir mal, fündig werdet. Wenn ihr denn Lust habt, mal zu gucken, wie sind meine Testosteronwerte, also diese männlichen Hormone oder beziehungsweise andere Hormone, wenn ihr irgendwelche körperlichen Beschwerden habt und so weiter und so fort, kann das mit diesen Hormonen zusammenhängen. An dieser Stelle, wie gesagt, Dankeschön an Swiss Health Med. Diese Ausrüstung für Computer, diese Drohne, die ich mir kaufen werde, ist nur möglich, weil mein Sponsor mich so gut unterstützt. Vielen Dank und schaut euch die Homepage an, die ich euch jetzt einblenden werde. Bis gleich. So, hier sind wir auch schon auf dieser Homepage. Wie ihr sehen könnt, oben swisshealthmed.de. Ja, das hier ist die Firma. Hormontest mittels Speicheltest. Das Gute ist, wie gesagt, ihr müsst kein Blut abzapfen oder sonstiges. Circa 10 Tage dauert das, wenn ihr das Ding losgeschickt habt. Also wenn ihr eure Proben per Spucke, also Speichel, losgeschickt habt, so bis es wieder zurückkommt mit vollständiger Analyse, circa 10 Tage.
Ja, es gibt auch Tests für Frauen, also Hormontest für Frauen, Hormontest für Mann, Gesamtprofil, Stresstest. Es gibt ja verschiedene Beschwerden, also wenn einer Depression hat, wie hier, und wie gesagt, männliche, weibliche Hormone, Libidoverlust, Kopfschmerzen, Burnout-Syndrom und so weiter und so fort. Ja, es gibt verschiedene Tests, es gibt verschiedene Hormone, die verschiedene, sagen wir mal, Beschwerden hervorrufen. Ja, ihr könnt hier, wie gesagt, bestellen und ja, geht schnell, unkompliziert. Und ich würde sagen, ihr guckt es euch am besten mal an. Ja. Das sind natürlich die ausführlicheren Tests. Haarausfall und so weiter und so fort. Es gibt auch ganz normale Testosteron-Tests, die kosten ca. 30 Euro. Ja, Progesteronmangel. Dann was, Schlafstörungen und so weiter. Wie gesagt, ihr könnt es ja euch mal angucken. Ich meine, der Testosterontest für Männer kostet so circa 30 Euro. Würde mich freuen, wenn ihr mal reinschaut. Wie gesagt, an dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank an Swiss Health Med für die Unterstützung, damit ich mir diese ganze Ausrüstung, sage ich mal, auch besorgen kann. Danke, schaut vorbei, bis dann.